Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Party DS. Im letzten Part haben wir uns die Bossparade angeschaut und auch beim Knobelmodus die Dreieckknobelei. Aber es gibt im Knobelmodus noch einiges weitere, nämlich Knobel allerlei. Und das können wir uns in diesem Part auch noch anschauen. Fünfmal bunt gemischter Knobelspaß im Mario-Stil. Das dürften, glaube ich, alles bekannte Knobelspiele aus anderen Mario Partys sein. Ich nehme mal nochmal Toad, den habe ich beim letzten Mal auch gehabt. Das ist eigentlich auch wurscht, wenn man hier hat, weil ich glaube, die Charaktere sind eh fast nie zu sehen bei den Minispielen. Da haben wir Steinblockschacht, Bob-Omb-Bombe, Lagerhalter, Sternstapler und Kullerkoller. Ja, ich glaube, die sind alle bekannt aus anderen Mario Party Spielen. Werde ich mal auch hier in einem Part alle kurz zeigen. Ich werde nicht versuchen, hier einen Highscore aufzustellen oder so, einfach nur kurz die Minispiele eben zeigen. Steinblockschacht, damit fangen wir an. Das ist ja auch in Mario Party Superstars zum Beispiel. Bringe mindestens zwei gleichfarbige Klötzchen in Kontakt, damit sie sich auflösen. Die Steinblöcke quetschen ganze Spalten um die Hälfte zu sammeln. Bewegen, tauschen und R ist fallen lassen? Willst du mich verarschen? Rechts oben erkennst du, welches Klötzchenpaar als nächstes fällt. Plane deinen Stapel stets so, dass das nächste Paar hineinpasst. Kann ich einfach nach unten drücken, damit es schneller fällt? Oder ist R instant fallen quasi? Ah, das ist instant sogar. Lull. Das ist ja einfach noch krasser. Das ist ja richtig dumm. Ich habe schon in Mario Party Superstars erwähnt, warum das Minispiel scheiße ist. Denn, wundert mich, dass meine R-Taste übrigens funktioniert. Denn die beste Taktik ist einfach, das hier zu machen. Man kann sogar nämlich sicke Kombos machen. Also nochmal zur Info, man könnte halt auch hier gezielt machen, ne? Und die halt richtig drehen, sodass halt die richtigen Blöcke zueinander fallen. Wenn gleichfarbige aufeinandertreffen, lösen die sich eben auf. Und man hat erst dann verloren, wenn wirklich alles voll ist. Bei Tetris ist ja zum Beispiel so, dass wenn eine Reihe voll ist und ich jetzt hier, oder eine Spalte, und ich jetzt da nochmal hinsetzen würde, dass ich dann schon verloren hätte. Aber hier muss wirklich alles voll sein, erst dann habe ich verloren. Und okay, am Ende sollte man schon ein bisschen gucken. Okay, ja. Das war jetzt natürlich trotzdem dumm, gebe ich zu. Das mache ich sogar nochmal kurz, Moment, weil das geht mir viel besser. Drei Punkte nur ist okay. Aber trotzdem ist Steinblockschacht ein doofes Minispiel. Weil es ist, wenn man schnell vor allem viele Punkte haben will, wenn man insgesamt viele Punkte haben will, ohne Zeitlimit, ist es nicht am besten, das hier zu machen. Aber wenn man ein Zeitlimit hat und man tritt gegen andere Leute an, dann ist das hier am besten, wenn man einfach nur die irgendwie runterfallen lässt. Jetzt habe ich auch Pech, komm schon. Weil es gibt halt dann coole Kombos und so. Und bald kommt ja auch immer ein Steinblock. Glaubt mir, das ist eigentlich voll cool. Funktioniert das hier anders als ein Superstars-Minispiel? Vielleicht gibt es hier mehr verschiedene Farben? Das weiß ich gar nicht sicher. Und deswegen kommt es seltener vor, dass es Kombos gibt. Oder es kommen seltener Steinblöcke auf. Oder ich habe einfach übelst viel Pech. Ja, ich habe schon irgendwie sau viel Pech, oder? Oder ist wirklich schwieriger? Okay, ja, ich lasse es mal. Ich mag das Minispiel eh nicht. Aber das ist sogar hier auf jeden Fall besser, finde ich, irgendwie als ein Superstars, weil das ist schwieriger anscheinend, weil die Spam-Taktik hier nicht ganz so gut klappt, was ich gut finde. Und vor allem, man spielt es ja eh nicht gegen andere, sondern halt nur gegen sich selbst. Und auch nicht gegen die Zeit, sondern halt nur, dass man lange überleben will. Und da sollte man sich dann wirklich jeden Zug genau überlegen und nicht einfach nur nach unten spammen, wie ich es gemacht habe. Ja, also hier ist es gut gelöst, finde ich. So, dann Bob-Omb-Bombe haben wir als nächstes. Bringe mindestens drei gleiche Symbole in Kontakt, um sie aufzulösen. Ist ein Bob-Omb ganz umgeben, explodiert er und entfernt alle umliegenden Symbole. Tipps noch? Umgib Bob-Ombs ganz mit Symbolen, um sie zum Explodieren zu bringen und viele Symbole auf einmal zu entfernen. Setze diesen Kniff zu deinem Vorteil ein. Bewegen, rechts und links drehen und Symbole vertikal tauschen kann ich auch noch, um Gottes Willen. Wie ging das nochmal genau? Genau, das sind schon Tetris-Regeln quasi. Wenn ich drei nebeneinander habe, dann lösen sie sich auf. Ah, X ist tauschen. Okay, also ich kann nicht nur drehen, ich kann auch tauschen machen. Okay, wenn ich einen Bob-Omb komplett umgebe, explodiert er und löst alle anderen auf, die ihn umgeben. Ja, also eigentlich auch ganz cool. Müssen die nebeneinander sein? Nein, einfach irgendwie berühren. Drei gleiche und dann lösen sie sich auf. Ja. Er muss wirklich komplett umgeben sein, auch diagonal, also auch hier. Zack, aber dann werden eben die alle aufgelöst. Okay, die Leiste, da heißt das, es enger wird, okay. Wie kann ich die wieder füllen? Weiß ich gar nicht. Mit Kombos oder so? Zack, zack. Nö. Geht einfach der Zeit nach weg anscheinend. Bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber na gut. Ich meine, die Bob-Ombs sind natürlich ziemlich OP. Sobald man da irgendwie einen hat, dann kann man einfach irgendwas machen. Aber okay, wenn ich... Achso, jetzt habe ich Level 2, okay. Also man braucht bestimmte Punktzahlen, um das nächste Level zu erreichen. Und dann kriegt man halt... Dann gehen die Wände wieder weg, anscheinend. Okay. Ich sehe gerade, ich habe hier 60.000 Punkte. Bin ich hobbylos? Oder gibt es irgendwie eine Taktik, mit der man noch viel, viel mehr Punkte sammeln kann? Eine, die ich jetzt nicht kenne.
Ich meine, pro Level dürfte es halt auch mehr Punkte geben. Also am Anfang geht es halt sehr, sehr schleppend. Und am Ende wird es aber dann viel, viel schneller gehen, weil man mehr Punkte bekommt. Und auch, weil die Blöcke halt einfach schneller fallen. Aber vor allem eben auch, weil es mehr Punkte gibt. Denke ich mal. Ja. So, zack. Machen wir so. Und so. Das war halt schnell das Level 3. Bis Level 4 mache ich mal noch. Aber ich meine, das ist halt ein Spiel, was man wirklich sehr, sehr lange spielen kann. Wie ihr hier schon seht. Aber trotzdem, 60.000 Punkte ist schon ein bisschen hobbylos irgendwie, oder? Ich kann mich da auch wirklich nicht mehr so genau dran erinnern, weil ich habe halt wirklich Mario Party DS schon seit dem Let's Play Ewigkeit nicht mehr gespielt. Als Kind habe ich es viel gespielt, aber seitdem eben Ewigkeiten nicht mehr. Und deswegen kann ich mich da selber an, vor allem an die Knobel-Minispiele nicht mehr so ganz genau erinnern. Und auch wie viel ich die gespielt habe und so. Aber anscheinend sehr viel. Okay, ich werde es mal absichtlich verlieren. Ich glaube, hier gibt es auch wirklich Tetris-Regeln. Also genau, wenn das einmal oben ist, wenn eine Spalte oben ist und ich setze dann nochmal hin, dann bin ich verloren. Okay. So, haben wir das auch gesehen? Dann Nummer 3. Nee, passt. Nummer 3 ist Lagerhalter. Mhm. Das ist, glaube ich, aus Mario Party. Das ist aus einem der GameCube-Teile auf jeden Fall. 4, 5, 6 oder 7. Ich glaube 5 würde ich mal so spontan vermuten. Aber nicht ganz sicher. Aber das, die GameCube-Teile von Mario Party habe ich ja so mit am meisten gespielt. Deswegen, das kenne ich relativ gut. Greife die herabziehenden Teile und fülle damit das Rechteck lückenfrei aus. Hast du das falsche Teil ergriffen, führe es auf das Mülltonnen-Symbol. Tipps? Je mehr Teile derselben Farbe an einem Stück liegen, desto mehr Punkte. Baue aber so, dass keine schwer zu füllenden Lücken entstehen. Mhm. Bewegen, greifen, ablegen und links oder rechts drehen. Okay, es geht auch mit X und Y. Also R und L brauche ich nicht. Gut. So, hat sich jetzt irgendwie kompliziert angehört. Hier habe ich auch eine viel zu hohe Punktzahl. Da war ich auch hobbylos. Wir müssen einfach nur Blöcke greifen und das Feld hier ausfüllen. Drehen kann ich sie auch. Und man wird eben belohnt, wenn man möglichst viele gleiche Farben nimmt. Wenn man es schafft, dass man das Rechteck komplett mit nur einer Farbe ausfüllt, gibt es am meisten Punkte. Aber es gibt schon auch viele, wenn man jetzt, wie ich, sehr viel blau macht und ich nehme es mal hier den roten. Und man aber, obwohl nicht den grünen. Der gefällt mir noch besser. Man aber halt, also im Prinzip, wenn fast alles blau ist und halt ansonsten nur noch ein paar andere Farben auch vorkommen. Oder zumindest zweifarbig oder so. Es gibt eben viele verschiedene Arten von Blöcken, die vorkommen. Scheiße, den erwische ich nicht mehr. Und man sollte eben aufpassen, dass man nicht zu eklige Lücken übrig lässt. Jetzt habe ich halt hier eine, wo ich zwingend einen Zweierblock oder zwei Einerblöcke brauche. Ja, ich mache den mal. Und links brauche ich nochmal 4. Ja, jetzt wäre der Zweierblock bekommen, seht ihr mal. Jetzt ist ein bisschen riskant. Okay, 2 und jetzt noch ein einer Block. Wenn da jetzt irgendeiner kommt, nehme ich ihn. Okay. Der gelbe. Ja. Dreifarbig ist nicht ganz so geil. Also gibt nicht ganz so viele Punkte, wie es eigentlich hätten sein können. Aber dafür schon Level 2. Okay. Ich könnte mal versuchen, ob ich schaffe, dass ich jetzt vielleicht alles in einer Farbe auswähle. Da braucht man schon noch viel Glück, weil halt sehr oft dann. Na, nein. Ja, egal. War eh nur einer. Weil halt sehr oft Blöcke von einer Farbe kommen müssen. Okay. Nimm halt jetzt. Hallo? Ich nimm doch. Mann. Die Hitbox. jetzt kommen ja sogar zu viele blaue fast. Krieg ich den noch, den Dreier? Der wäre wichtig. Nice. Okay, sehr schön. Jetzt nur noch ein Einer. Ja, jetzt kamen ja nur blaue. Richtig geil. Aber ich muss halt jetzt noch Glück haben, dass noch ein Einer blauer Block kommt. Wenn da keiner kommt, dann habe ich auch verkackt. Aber ich habe noch Zeit. Ich habe Geduld. Ja, leider keiner. Ach komm jetzt. Das wäre richtig dumm, wenn es deswegen jetzt nicht klappt. Komm schon, bitte. Ich nehme mal notfalls den hier schon mal. Ach komm. Wirklich Spiel? Ja. Ach Mann. So ein Kack. Na gut. Gibt trotzdem sehr viele Punkte. Na gut. Ich probiere jetzt mal noch einfach das irgendwie auszufüllen, damit wir auch sehen, dass es jetzt wirklich weniger Punkte geben dürfte. Also ich kriege ja wirklich pro Farbe auch noch ein paar Punkte, aber es dürfte viel, viel weniger jetzt geben, wenn ich jetzt hier einfach irgendwas mache. Ist ja auch viel, viel einfacher, das mit irgendwelchen Farben auszufüllen, als mit nur einer einzigen oder nur mit zweien oder sowas. Hallo, was haben die für eine Hitbox? Ich habe doch gegriffen, Mann. Gibt's ja nicht. Also Vierer passt gar nicht, damn. So. Ja, Zweier. Aber ich warte mal auf einen Dreier. Da ist ein Dreier. Okay. Da habe ich ganz viele verschiedene Farben. Und ja, es gab viel, viel weniger Punkte. Viel, 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 viel weniger. Ich glaube, es dürfte auch so sein, wenn man hier ein paar Level aufsteigt, dann kommen auch etwas kompliziertere Blöcke. Jetzt hier kommen ja nur sehr einfache Blöcke. Aber es kommen dann später auch Tetris-Blöcke zum Beispiel. Also das Z oder das L oder sowas. Ich glaube, die dürften da auch kommen. Ich mache mal noch diese Formation hier zu Ende. Das habe ich jetzt zum Beispiel ziemlich hässlich gemacht hier. Weil jetzt brauche ich halt zwingend noch Zweierblöcke. So.
Okay, ist sogar ziemlich gut, weil die Farben passen halt auch. Es ist, glaube ich, auch eben besser, wenn, also im Prinzip, am besten ist es, wenn man nur eine Farbe benutzt. Aber wenn man schon verschiedene Farben benutzt, dann sollten die wenigstens zusammenhängend sein, die Farben. Also nicht jetzt hier was Gelbes und hier, sondern hier ist ja so, Gelb ist oben, Grün ist in der Mitte und Rot ist unten. Also das dürfte auch noch Punkte geben. Ja, okay. Ah genau, jetzt sehen wir schon. Jetzt haben wir dann die klassischen Tetris-Blöcke. also nochmal ein bisschen andere auch, die es natürlich nochmal schwieriger machen, damit dann das Feld auszufüllen. Ja, gut, aber dann passt es glaube ich auch. Dann dürfen wir hier auch alles gesehen haben. Ich beende mal. Und die anderen beiden werde ich auch noch zeigen. Sternstapler haben wir noch. Mhm. Bringe mindestens 5 gleichfarbige Klötze in Kontakt, um sie aufzulösen. Löst du die vorgegebene Anzahl an Sternklötzchen auf, ist der Level zu Ende. Ich glaube, das gibt es sogar auch in Mario Party Superstars, oder? Das Minispiel hier. Ich glaube schon, ja. Klötze mit einem... Aber das ist da nicht neu, das kommt aus irgendeinem anderen Mario Party. Ich glaube auch aus einem der GameCube-Teile, meine ich. Klötze auf jeden Fall mit einem Uhrensymbol verleihen dir wertvolle Extrasekunden. Löse sie auf, damit du länger im Spiel bleibst. So, genau, ich kann das selber den Stapel auch erhöhen und sonst eben kann ich Blöcke nur nach oben setzen. Also das ist ziemlich kompliziert, finde ich. Und da kann man auch durch Spammen recht weit kommen, finde ich. Ich muss halt jetzt irgendwie hier den gelben nehmen und hier hinsetzen. Und hier den gelben und hier hin. Den gelben und hier hin. Ich kann die eben immer nur in einer Reihe ganz oben hinsetzen. Ja. Und ich könnte eben auch hier sowas machen. Ja, okay, aber Spammen bringt ja nicht so viel. Ehrlich gesagt, das muss man schon eher gezielt machen. Gelben... Nee, passt auch so. Okay. Blau weg und gelb weg. Und grün kommt her. Zack. Okay. Genau, und ich könnte eben auch selber... nach oben machen, wenn ich will. Das war ein bisschen wahnsinnig, aber könnte man machen. Man kann natürlich auch versuchen, Kombos zu machen. Wieder. Wenn ich jetzt, die roten da jetzt zum Beispiel. Zack, genau, die roten da zusammenbringen mit Uhr und Stern. Dann gibt es halt, glaube ich, extra Punkte oder so. Also Uhr gibt mir ja mehr Zeit. Oder es gibt vielleicht gar keine extra Punkte. Weil ich kriege hier sogar nur Punkte, wenn ich ein Level abschließe. Kann sogar sein. Und wie lange ich brauche, ist sogar egal. Und ich kriege immer gleich viele Punkte, wenn ich es einfach irgendwie schaffe. Nicht sicher. Aber ihr seht schon, mit Spammen, finde ich, kommt man hier auch trotzdem, wenn man keinen Bock hat, das richtig zu machen, kann man schon auch hier ein bisschen was anstellen. Halt jetzt... Ne, halt, machen wir... Ja. Sternblöcke kann man übrigens nicht aufheben. Genau. Andersfarbige schon, Sternblöcke aber nicht. Ja, ich mache schon. Ruhig bleiben. So, zack. Yay. Okay. Das Level mache ich mal noch. Okay, jetzt habe ich schon weniger Zeit von Anfang an. Okay. Mach mal einfach ein bisschen hier. So. Bam, 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 bam. Wird schon irgendwas funktionieren. So, zack. Viele gelbe. Okay, ein bisschen mehr. Ja, ist ja gut. Also da oben bei dem Gitter, da wackelt es eben schon so ein bisschen. Aber man hat, glaube ich, erst verloren, wenn... Jetzt machen wir den blauen weg. Ah, komm. Mann, weil jetzt gerade habe ich es ja geschafft, dass... Okay, Zeit. Jetzt habe ich ja geschafft gerade, dass viele gelbe weggehen. Und bevor die wirklich ganz weggehen, hat man noch ein bisschen Zeit und kann dann noch andere Blöcke auch hinsetzen und auch durch Kombos oder sowas. Deswegen, wenn man gerade sieht, dass da viele gelbe gerade aufgelöst wurden oder so und man hat auch einen gelben Stern, dann könnte man noch versuchen, dass man dann eine Brücke dahin schafft, damit dann der gelbe Stern auch noch aufgelöst wird oder so. Ja. So. Jetzt mal volle Spam-Attacke. Bam, 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 bam. Viele blaue. Und das war es einfach schon. Zack. Yay. Also wie gesagt, ich finde, Spammen ist ja auch, wenn man nicht nachdenken will, eine ganz gute Taktik. Aber trotzdem, nachdenken ist schon besser. Aber auch mit Spammen kommt man hier relativ weit, finde ich. So, der blaue fällt gleich drauf. Zack. Wenn ich jetzt die roten Sterne hinkriegen würde irgendwie. Das wäre cool. Und mal den runter. Und den runter. Perfekt. Yay. Den anderen kriege ich mal nicht hin, leider. Die grünen verbinden. Ja, den anderen auch nicht. Ja, ich glaube, ich soll es gleich sein lassen. Weil, ist eine interessante Idee auf jeden Fall, dass man halt Blöcke nur oben hinsetzen kann und sonst nicht. Und ihr seht ja auch, wenn Farben zusammenhängend sind, dann kann ich halt nicht eine einzelne greifen, dann muss ich halt den komplett greifen. Ja, und wenn eine Farbe einzeln ist, wie hier, dann kann ich auch nur einen einzelnen Block greifen. Genau. Ach, aber der fällt nicht mehr runter dann. Okay, na gut. Ja, so, zack, okay. Aber passt. Bin ich auch zufrieden damit. Gut. Und dann das letzte Knobel-Minispiel ist noch Color Color. Mhm. Das ist auch aus einem GameCube Mario Party. Bin ich mir ziemlich sicher aus. 6 oder 7 oder so, glaube ich. Bringe mindestens 5 gleichfarbige Kugeln in Kontakt. Du musst eine vorgegebene Anzahl an Kugeln auflösen, um den Level abzuschließen. Ich glaube, das gibt es auch wieder in Superstars. Ja, sogar ziemlich sicher. Ja. Und zwar, wenn mehr als 10 Kugeln über die äußere Kreismarkierung ragen, ist die Partie 2 Sekunden später zu Ende. Sei vorsichtig. Genau, Walze drehen und Kugel ablegen.
Das finde ich auch cool. Also ich mag diese Knobelmini-Spiele eigentlich alle ganz gerne. Weil das ist nicht einfach nur Standard irgendwie, sondern die haben alle so einen kleinen Twist. Hier sogar im wahrsten Sinne des Wortes einen Twist. Weil es eben quasi 3D, 3D nicht, aber weil es halt, 3D ist sogar komplett falsch. Aber weil es halt trotzdem quasi unendlich 2D ist, weil es ja im Kreis geht. Ihr wisst, was ich meine. Nicht einfach nur eine Ebene mit links und rechts, sondern halt eben ein Kreis. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Genau, also dreifarbige zusammenbringen und dann dadurch halt die wegmachen. Zack. Bam, bam. Okay, gibt auch verschiedene Level, die man schaffen muss. Und je höher im Level, desto schneller fallen sie und desto schwieriger werden die Bälle, die kommen. Weil es gibt noch andere Farben, die kommen können. Und es können auch größere Bälle kommen oder auch Bälle, die irgendwelche bestimmten Effekte haben. Und wenn man ganz schnell ist, kann man da eben auch coole Kombos machen. Weil ihr seht ja, dass es ja auch ein bisschen dauert, bis die Bälle wirklich aufgelöst sind. Wenn man 5 zusammenbringt, dann werden sie ja eigentlich aufgelöst, aber nicht sofort. Man hat da noch ein bisschen Zeit, um noch weitere Bälle reinzuhauen. Derselben Farbe, um dann eben noch mehr Punkte easy zu bekommen. Bam, 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 bam. Genau, jetzt zum Beispiel habe ich hier coole Kombos machen können. War zwar auch ein bisschen riskant, weil ich ganz kurz nach oben zu hoch gestapelt habe. Ich Hochstapler. Aber hat trotzdem funktioniert. Ja. Ich will mal kurz zeigen, wie hier auch noch andere Ballarten kommen können, weil es gibt noch andere, die kommen können. Und irgendwann wird es halt wirklich so schnell und so schwierig von den Bällen her, dass dann hier alles voll ist. Und wenn eben 10 Kugeln oder mehr über den Rand hinausragen, dann ist halt zu viel. Und dann hat man verloren. Man hat noch 2 Sekunden scheint da dran. Also man könnte dann noch rechtzeitig reagieren, aber ist dann schwierig. So, okay, jetzt haben wir schon sehr viele verschiedene Farben. Mit 3 Farben war es einfacher. Definitiv. So, zack, 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 zack. Coole Kombo. Und nur noch einen brauche ich für das nächste Level. Okay. Ah, okay, jetzt habe ich sogar das komplett geschafft und eine neue Stage kommt erstmal. Okay. Das habe ich, glaube ich, auch ziemlich viel gespielt. Mit 5000 Punkten habe ich hier. Das hört sich jetzt gar nicht nach so ultra krass wieder an. Da hatte ich schon in manchen anderen Minispielen, die ich heute gezeigt habe, mehr. Ich hatte ja schon über 100.000 manchen. Aber es ist halt auch schwieriger, hier an Punkte zu kommen. Und ich finde, dass hier der Schwierigkeitsgrad recht schnell ansteigt bei diesem Minispiel. Weil irgendwann ist wirklich so, dass es halt einfach zu voll wird und dass man da kaum mehr irgendwas machen kann. Vor allem, wenn halt dann jetzt noch eben, ja, shit. Wenn eben noch andere Blockarten, wenn nicht Blockarten, Ballarten, auch noch kommen werden. Vor allem große eben, die dann sehr im Weg sind. Oder auch welche mit anderen bestimmten Eigenschaften. Die würde ich eigentlich auch noch zeigen, ganz gerne. Also ich habe zwar bei den anderen Minispielen, bei den anderen Knobelspielen eventuell auch nicht alle Sachen gezeigt, die da passieren können, bei späteren Leveln. Aber hier würde ich es irgendwie zeigen. Wir können auch einen Schnitt machen, wird weiß. Ich mach das mal kurz. Schnitt, bis irgendeine neue Blockart. Warum soll ich ja Blockart machen? Bis irgendeine neue Ballart kommt. Ah, okay. Jetzt habe ich den nächsten. Ah, okay, immer nach 5 Leveln. Jetzt habe ich Level 11 erreicht. Genau, und jetzt kommen große Bälle. Und auch kleine Bälle. Das wusste ich gar nicht mehr. Kleine Bälle auch, die sind ja süß. Aber kleine Bälle sind auch gar nicht mal so toll, weil das macht es ein bisschen schwieriger, da dann die zu connecten mit den anderen. Weil die müssen ja wirklich, da müsste ja so eine weiße Verbindungslinie sein, wie wir hier sehen können. Und das ist bei kleinen Bällen gar nicht so einfach, das zu schaffen. Und die großen sind natürlich trotzdem schlimmer, weil die halt sehr viel Platz wegnehmen. Definitiv. So, bam. Und deswegen ist schon einiges heftiger hier. Und da kann es halt viel, viel schneller passieren, dass Bälle rausragen. Und dass man halt dann eventuell auch verlieren könnte dadurch. Aber es gibt noch eine andere neue Ballart, meine ich. Die will ich auch noch zeigen. Aha, hier Level 16. Das habe ich gar nicht gemeint sogar. Aber hier sind so lustige Blubberblasen, die man erst kaputt machen muss, indem da ein Ball genau mittig drauf fällt. Wenn der nur so halb drauf fällt, wie hier, dann bleibt die noch da. Also die muss man erstmal irgendwie füllen. Natürlich am besten gleich so, dass irgendwie die Bälle passen. So zum Beispiel. Was mir jetzt nur so halb gelungen ist. Der da, den kriege ich gar nicht weg. Cool. Also gleich mal gar nicht so einfach. Aha, nämlich diese hier. Und die sind richtig, richtig gemein. Diese Blöcke. So Einser-Blöcke. Und ich glaube, die gehen nur dann weg, wenn sie in einer Kombo mit einer anderen Farbe sind. Oder so. Das ist richtig fies. So zum Beispiel jetzt. Bam. Genau, wenn die halt andere Blöcke, was soll ich mal Blöcke machen? Wenn die andere Bälle berühren, die sich auflösen. Da muss man sehr, sehr viel nachdenken, finde ich. Jetzt dürfen da einige weggehen, genau. Also, ziemlich, ziemlich gemein.
Okay, ich glaube jetzt, ich glaube, es gibt sogar noch andere Ballarten auch, die noch auftreten können. Aber jetzt habe ich hier wirklich eh schon ziemlich viel gespielt. Also ist auch ganz witzig, man kann hier... Ui! Man kann hier coole Sachen machen. Also, witziges Knobel-Minispiel. Ich mag allgemein hier Knobel-Minispiele ganz gerne. Ja. Okay, gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Mario Party DS. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit der Galerie. Die kann ich auch noch zeigen. Und ich habe mir sogar eine Sache überlegt. Eigentlich habe ich jetzt nur noch die Galerie zu zeigen, sonst habe ich quasi nichts mehr, was ich noch zeigen könnte. Aber einige von euch haben sich das gewünscht und ich werde da mal auf euren Wunsch zurückkommen noch. Denn ich werde, nachdem wir uns beim nächsten Mal angeschaut haben, nochmal den Party-Modus spielen, wo ich nochmal eine sehr lange Party machen werde, einfach nur gegen Computer, wo wir nochmal eben das Let's Play schön ausklinken lassen können, mit einer sehr, sehr langen Party und mit viel Betrug wahrscheinlich, dann auch mit Bonussternen, die gab es ja im Abenteuer-Modus nicht, aber im Party-Modus eben schon. Und das will ich auch noch ganz gerne machen. Es wird noch ein paar weitere Parts geben, beim nächsten Mal eben die Galerie, noch so ein Bonus-Part und dann danach noch weitere Bonus-Parts quasi, weil sich ein paar von euch gewünscht haben, dass ich den Party-Modus auch noch mit einer sehr langen Party. Ich glaube, 30 Runden kann man maximal einstellen, werde ich auch machen, wahrscheinlich. Und dann gegen extreme CPUs auch antreten. Also das nur schon mal als kleiner Vorgeschmack. Beim nächsten Mal aber dann eben die Galerie. Gut, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao!